Na hey, ich bin der Jay. Willkommen zurück hier auf meinem Kanal und bei Hades Early Access Long Winter Update. Noch 3 Tage bis zum nächsten größeren Update. Wir warten das gespannt ab, auf jeden Fall. Uns bleibt ja gar nichts anderes übrig. Bei mir ist Sonntag. Und Zagreus möchte was sagen. Ah, the dreaded Minotaur. Stimmt, der Minotaurus hat uns gekillt. Im Kampf mit Theseus und dem Minotaurus, glaube ich sogar. Gut, hatte nicht sollen sein. Ja, nein, also bei mir ist Sonntag, der 8. März 2020. Und ja, heute am heutigen Tag, also nicht den Montag, wo ihr die Folge seht, sondern der Sonntag, wo ich das aufnehme, gab es keine Hades-Folge. Zum Glück wenigstens Ahead in Time. Muss ich sagen dazu, Freitag spät nach Hause gekommen, nichtsdestotrotz noch Ahead in Time die Folge vorbereitet quasi. Und dann, spät aufgestanden, schnell noch hochgeladen. Und dann bin ich auch schon direkt vorm Mittag am Samstag wieder los und bin auch da wieder spät nach Hause gekommen. Also zum Sonntag gar nichts, gar keine Zeit gehabt, hier irgendwas mit Hades vorzubereiten. Das müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. Das ist keine Ausrede oder so, habe halt einfach keine Zeit gehabt. Ja, kann man nichts machen. Okay, deswegen ist der Sonntag, der geht da immer noch, weil zumindestens mal Ahead in Time noch gekommen ist. So, und das seht ihr hier jetzt am Montag, das heißt, hier geht's locker flockig weiter. Yes! Tell me something. Any progress on that autograph request of mine? Nein, Mann. Junge, Alter, kümmere dich alleine. Echt jetzt, ohne Scheiß. Nope, none whatsoever. Echt jetzt. So, any wiser yet? No, siehst du doch, Junge. Vater, so, lass mal sehen hier hinten. Ach so, hier steht wieder ein Grüppchen Kollegen rum. Those shades are always milling about. Kann ich das mit Artemis besprechen? Todesursache? Totgetrampelt. Totgetrampelt, super. Was hatte Artemis mit Totgetrampelt zu tun? Wahrscheinlich irgendwas mit dem Pferd oder so. Oh, hier, guck mal. Hier haben wir endlich mal Thanatos. Kann ich dir jetzt endlich mal was schenken? Ich kann nicht mal anquatschen. Warum nicht? Ich hätte Thanatos gerne mal was geschenkt. Oder so. Ich kann... Steht doch hier, oder? Ich bin doch nicht doof. Und oder blind. Absolut keine Ahnung. Egal. Raus hier, Hades. Oh Gott, die haben alle irgendwas zu sagen. What's the giant pact posted out in the courtyard, Father? You offering me a job? Bitte was? Ich hab nichts gesehen. Perish the thought. It's so that all your toiling can be more painful. Ach so. Stimmt, wir sind einmal durch und haben jetzt Herausforderungen, die wir aktivieren können. Mutatoren für die Läufe, um uns das Leben schwerer und die Belohnung toller zu machen. Hatte ich schon wieder direkt verdrängt. Why would I want my toiling to be more painful than it already is? Das ist eine richtig gute Frage. Who knows, boy, or better yet, who cares? To make the mortals up there worship you for all your labors? Go on, then. Go get yourself dispatched some more. So I can make well certain that my realm can properly contain you. Er hat auch für alles eine wunderschöne Ausrede. Genau wie ich. It's a deal. Abgemacht. So, was sagt uns der Baumeister? Können wir was machen? Super. Alternative Ausgänge. Was? Unterweltrenovierung können ein infernales Tor enthalten. Okay, alternative Ausgänge. Für 2 Diamanten. Wollen wir das mal machen? Ich glaube, das will ich mal machen. Einfach um es zu haben. This isn't a good expenditure of resources, then I don't know what is. Da hast du völlig recht. I shall review this work once the time permits. Er überprüft das nochmal, sobald er Zeit dazu hat. Ja gut, bis dahin haben wir unseren Spaß hier. You sing beautifully, mate. If only Eurydice could hear you singing it right now. Echt jetzt? Zagreus bohrt doch einfach mal in alten Wunden. Immer wieder gern. Oh, thanks for the sentiment, my friend. It's just... When I sing this song of hers, why... I have this feeling where my heart once was that... Well, perhaps she can. Oh, der arme, schmachtende... she can. Obvious. Okay, natürlich. Head chef. Natürlich kann sie. So, ich habe... Dusa ist nicht hier. Dusa ist nicht hier, ist aber furchtbar. Das ist aber furchtbar seltsam. So, hier ist der Knöchelheit, 20 Klunker dafür. Thank you. Ausgezeichnet. Können wir uns jetzt mit den Klunkern hier vielleicht noch was leisten? Das wäre total toll. Völlig den Überblick verloren. 150 brauchen wir, alles klar. Dann in der nächsten Runde das Ganze, super. Hier haben wir jetzt auch nichts mehr. Ich glaube, sind wir hier auch schon wieder durch. Sehr gut. Ausgezeichnet. Geht mir ein bisschen auf den Sack, dass ich Thanatos nicht ansprechen konnte. Aber was willst du machen? Wir haben 552 für Finsternis. So, lass mal sehen. Wir haben 11 Schlüssel.
Das heißt, wir brauchen nur noch geschmeidige 13. Nur noch mal, kein kleines bisschen mehr, genauso viel, nochmal das Doppelte quasi. Wir haben auch nicht wirklich was. Wir können Todesverachtung können wir erhöhen. Oh, zweimal Todesverachtung. Das macht uns definitiv einfacher. Wie gesagt, die zwei hier brauchen wir nicht. Das heißt, wir lassen das. Dann. Okay, und dann können wir auch schon gucken, was wir für eine Waffe heute mitnehmen. I should go. Ba, 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 ba. Was haben wir denn hier? Der Speer ist angesagt. Der Speer hat 20% mehr Finsternis im Petto. Warum eigentlich nicht? Wir haben auch einmal... What's up, boyo? Hi, Skelly. Wir haben auch einmal Dingsbums. Titanenblut. Überleg mal die ganze Zeit, was ich damit mache. I have returned. Wir könnten hier einfach mal eins erhöhen, dann kriegen wir ein bisschen mehr Schaden. Bonusschaden nach Ansturm. Das ist immer so, das ist immer doof. Also einmal dashen und dann angreifen. Ich meine, ja klar, macht man bestimmt. Aber ich weiß nicht, ob es das wert ist. 50% mehr Schaden nach einem Ansturm. Ich hätte gern mal irgendwas mit Rüstung weniger oder so. Rüstungsschaden mehr, meine ich natürlich. Wir nehmen erstmal den Speer. Warum eigentlich nicht? Ein bisschen mehr Reichweite ist okay. Will ich trotzdem was freischalten? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich heb mir das Titanenblut mal auf. What exactly happened with the formerly pink window over there? Echt jetzt? Now it's got these sinister orange flames and an enormous pact of punishment hanging ominously over the exit. Father stopped by. Ist Vater vorbeigekommen? Pal, I don't know a thing about it, honest. I was just minding my own business when all of a sudden, wham! I get hit right in the back. I fall to pieces, no idea what's going on. When I finally come to, the window job was done. Okay. Ihm wurde eins über die Rübe gehauen und dann hat irgendjemand das Fenster renoviert. Toll. Das sagt... As likely an explanation as any, I guess. Das hört man auch nicht jeder, nicht oft jemanden sagen. So, let's see here. Wir haben aktuell ausgerüstet chthonische Geldbörse. Wir kriegen Kohlen am Anfang. Einmal pro Lauf. Das heißt, das könnte man jetzt eigentlich einfach mal mitnehmen. Da haben wir 100 Startkapital. Und dann sehen wir nachher weiter. Alles klar. So, wir haben oben links einen schädelmäßig Gedöns aktiv. Und das Ganze auch noch mit dem Speer. Und hier ist überall Fragezeichen dran. Das heißt, wir wissen noch nicht, was es da gibt. Sehe ich das richtig? Gut. Dann lassen wir das einfach mal so. Und die eine Kondition ist, der Hitzezähler ist 1, weil wir 20% mehr Schaden nehmen. Denn Gegner 20%. Jeder Rang fügen deine Gegner plus 20 Schaden zu. Habe ich genau richtig interpretiert, auch wenn es dämlich dasteht. Na gut, Flucht beginnen. Wir lassen das einfach mal so, warum eigentlich auch nicht. Ist ja okay. Hat auch schon wieder lange genug gedauert hier. Es tut mir total leid, aber... Es ist nun mal so, bei Heidi ist hier im Vergleich zu anderen... Oh, da oben ist ein Fischgedöns. Alles klar, gleich Moment. Dein Angriff hat eine größere Reichweite für Gegner in der Ferne 40% Schaden zu. Das wäre ganz geil. Dein Sportangriff trifft dreimal, aber dein Sport ist kürzer. Nö, danke. Stoßgestüber. Halte Angriff, um schnell zuzuschlagen, aber ein Wirbelangriff ist nicht möglich. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben, weil ich dann nicht ständig auf die Taste hämmern muss. Obwohl das auch ganz geil wäre. Eine größere Reichweite. Ich finde es besser. Ich finde es besser als das andere hier. Obwohl das auch hilfreich wäre, aber aktuell ist meine Daumenmuskulatur noch nicht sauer, beziehungsweise schmerzend. Das heißt, bis hierhin geht's. So, gucken wir mal. Achso, Entschuldigung. Erstmal Leute töten, dann fischen gehen. Das ist eine altbewährte Reihenfolge. Ungefähr jetzt. Bling. I know you're out there, fish. Genau. Nein, ah, zu früh, scheiße. You win this round, Fish. Die Runde hast du gewonnen, Fisch. Die Runde geht an dich. Okay, oh scheiße, ich habe eine Vase vergessen. Ich bin doch völlig daneben. Völlig neben der Spur, muss ich sagen. Also, was ich jetzt die letzten Tage wirklich mache, ist mich, warum auch immer, ganz furchtbar auf Animal Crossing freuen. Okay, das ist jetzt nicht verwunderlich, weil ich habe es vorbestellt. Und das ist das erste Animal Crossing, was ich mir in irgendeiner Form vornehmen werde. So richtig aktiv und als Let's Play vor allen Dingen. Ja, ich habe das wirklich vor. Und... Ich habe völlig vergessen, was ich sagen wollte. Ach Gott, lass mich noch mal kurz von vorne anfangen. Also, ich freue mich drauf, weil ich habe es vorbestellt und ich freue mich drauf, weil ich werde es Let's Playen. So, jetzt habe ich es, glaube ich, so richtig. Was hast du? Blablabla. Bla, bla.
Danach fügt dein Angriff mehr Schaden zu, danach erhältst du Leben und danach ist jeder Dingsbum 60% wert. Das ist eine gute Investition für den Anfang und das machen wir auch. So, mehr Kohl. Ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt aber nicht geguckt, was jetzt hier erstmal die Herausforderung gerade ist. Das werden wir gleich rausfinden. Oh, hier ist unser alternativer Exit. Gucken wir uns gleich auch noch an. Ich weiß noch nicht, was es bringt. Wahrscheinlich so ein bisschen Level abkürzen. Aber das Problem ist dann natürlich, dass wir jede Menge Belohnungen umgehen. Und das ist natürlich nicht so toll. Nein, also Animal Crossing, ich freue mich ganz tierisch drauf und habe mich ungewöhnlich viel darauf vorbereitet bisher. Irgendwie die letzten Tage, wenn ich eine freie Minute habe, gucke ich entweder ein Video von wegen Features und so weiter, was Animal Crossing New Horizon haben wird. Oder ich habe jetzt auch mal die GameCube-Version, die urige Animal Crossing GameCube-Version angefangen, die natürlich ursprünglich eigentlich vom N64 kommt. Also zumindest innerhalb des japanischen Raums und dann auf dem GameCube als Animal Crossing mit japanischen Titel blablabla plus letzten Endes auf dem GameCube angekommen ist. Gesperrt, erfordert 5 Schädel. Also wir müssen Hitze 5 haben, oben links sehen was, um hier reinzugehen. Aha. Das muss einem doch gesagt werden. Das muss ja wirklich gesagt werden. Das wurde mir nämlich nicht gesagt. Oh, ach so. Jetzt sehe ich auch, was wir hier an aktuellen Fluch haben. Bei den nächsten 3 Gemächern ist die Vorschau auf die Kammerbelohnung verborgen. Okay, ich habe mich schon gewundert. Alles klar, also wir können das Ding nicht benutzen, weil Hitze und so weiter ist nicht ausreichend. Schade. Unsere Herausforderung ist quasi nicht hoch genug, um diesen extra Ausgang zu benutzen. 5, ne? Habe ich richtig gelesen. Okay, ich weiß nicht, ob ich masochistisch genug veranlagt bin, um meine Herausforderung hier bei den Läufen, um das 5-fache zu erhöhen, mehr oder weniger. Weiß ich nicht. Also hier gibt es auf jeden Fall erstmal Kohlen. Richtig viele Kohlen. Sehr schön. Leider haben wir die Herausforderung noch nicht fertig, also den Flug, sodass das mit den extra Kohlen noch nicht zählt. Ja, Animal Crossing. Also, ich muss dazu sagen, also ich hab's quasi im peripheren Blickwinkel ab und an mal verfolgt, dass es das Franchise Animal Crossing gibt und habe mich aber nicht näher damit beschäftigt. Es ist wie Sims, nur dass du halt einen einzigen Charakter steuerst und es ist nicht so sehr auf dein Haus ausgelegt, aber eigentlich schon, aber auch mehr auf die Nachbarschaft und das Dorf, Schrägstrich, Stadt, Schrägstrich, Inselleben, wie es bei New Horizons ist, halt mehr und beziehungsweise im Allgemeinen. So, aber an sich ist es wie Sims. Must be nearby. Nur mit mehr Aufgaben und so Bullshit. Ach, siehst du, jetzt habe ich nicht gesehen, dass wir in den Laden gehen. Danke für den Fluch. Hier gibt's noch was zu lesen. The River Styx flows infamously through the underworld, offering the boatman Charon expeditious travel from the realm of mortals to the lowest depths. Ich glaube, das hatten wir schon. Ich habe ein Déjà-vu bei dem Text und ich habe ein Déjà-vu dabei, dass ich bei dem Text sage, dass ich das schon mal hatte. Das ist... Also Déjà-vu-ception quasi. Oder so. War ich nicht. Alles klar. Noch eine Vase? Nee, schade. So, was haben wir denn hier? Hermes kann man natürlich immer gebrauchen. Nimm auch direkt mal mit. So, du bewegst dich schneller, ist natürlich immer gern gesehen. Nachdem du verletzt wirst, kannst du dich 20% eingebüßt zurückgewinnen. Das ist besser. Das ist besser, also... Wie das bei Dead Cells ist, haben wir jetzt die Möglichkeit, kurz nachdem wir Schaden genommen haben, das Ganze zu regenerieren. Bei Dead Cells ist es, glaube ich, wenn man Gegner angreift. Und hier ist es halt, wenn man danach, sprintet oder sowas? Irgendwie so. Das habe ich nicht direkt hingelesen, aber ist egal. Oh, guck mal, die Finster, das nehmen wir auch noch mit. Warum nicht? Porten ist alles. A curse of chaos has been lifted. A curse of chaos has been lifted. Super ausgezeichnet. Natürlich herrlich. Und wir müssen immer schön dran denken, je weiter die Gegner weg sind, desto mehr Schaden machen. Warte mal, der kam ganz schön gerollt, dieses Ding jetzt. So, also Animal Crossing, ich habe mich halt eingelesen, so ein bisschen in das Thema. Bei Animal Crossing im Allgemeinen geht es um das Dorfleben und so weiter, also die Community. Und wirklich actionmäßig ist nichts geworden. Vom Ursprung her sollte Animal Crossing, bla bla bla, sollte Animal Crossing eigentlich wirklich schon für den N64 ein Multiplayer-RPG werden? Ohne Mist, es sollte ein Multiplayer-RPG werden mit Dungeons, Monstern und dem ganzen Scheiß. Und dadurch, dass halt der N64 DD-Pack
Also das war so ein Zusatzgerät für das N24, würde ich sagen. Mit dem N64, dadurch, dass das gecancelt wurde, mussten die ganz viel rausschneiden und rausgekommen ist ein Laber- und Social-Game. Ein Singleplayer-Laber- und Social-Game, was dann im späteren Anlauf auch noch mit eingeschränktem Multiplayer zu genießen war. Bla, ohne Echtzeituhr übrigens. Die Echtzeituhr kam dann glaube ich, beim GameCube erst mit dem Zeitmodul dazu. Mit dem Echtzeitchip in der Konsole, bla 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 bla. So, lass mich mal sehen, Stromschlag wäre natürlich geil, aber den Wurf nutzen wir nicht, denn Spezialität bewirkt, dass Gegner in der Nähe vom Blitz getroffen werden. Das kennen wir schon aus der letzten Folge, glaube ich. Denn Sport bewirkt, dass Gegner in der Nähe vom Blitz getroffen werden. Alles ganz gut. Und nachher letzten Endes können wir auch noch auf den Schock hinaus. Was haben wir da in der letzten Folge genommen gehabt? Wir hatten genau die gleiche Entscheidung und ich weiß aber nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich bin auf mehr Schaden gegangen. Obwohl hier einfach mal wegschwurten und die Gegner geblitzdings dastehen lassen, ist natürlich auch toll. Außerdem kriegen wir damit Vasen kaputt. Meistens, manchmal, ab und an, sehr randommäßig. Okay. So, Klunker oder Finsternis. Wir gehen auf Klunker, weil Finsternis brauchen wir eigentlich aktuell nicht mehr, bis wir die 23, 24 Schlüssel zusammen haben. Au, das war ich nicht. So, und weiterhin. Animal Crossing, ja, wie gesagt, sollte mal was RPG-mäßiges werden. Ist es nicht geworden und das war für das Franchise selber sogar irgendwie ein Glück. Weil RPGs gibt es wie Sand am Meer, aber das, was Animal Crossing aktuell wirklich darstellt und was aus Animal Crossing geworden ist, ist schon ein bisschen einzigartig, mal von Sims abgesehen. Also man kann es wie Sims sehen, aber abweichend. Also es tangiert. Es tangiert das Genre und mehr aber auch nicht. Ach je, lässt sich halt schwer erklären. Und ich habe ein Video dazu angeguckt. Also es gibt wirklich zwei Fraktionen an Leuten. Die was mit Animal Crossing anfangen können und es lieben. Und die nichts damit anfangen können und es einfach nicht verstehen. Es einfach nicht verstehen und nichts für sich selbst davon haben, quasi. Und ich bin eher so ein Enthusiast, muss ich sagen. Ich hatte bisher nicht die Gelegenheit für Animal Crossing, weil ich wirklich, ich hatte nie eine eigene Nintendo-Konsole, außer mal ein DS. Und da hatte ich, was habe ich denn auf dem DS gespielt gehabt? Ich überlege gerade mal. Irgendwie bin ich trotzdem da nicht zu Animal Crossing gekommen. Das war bei der Bundeswehr, da habe ich mir ein DS gekauft. Von meinem ersten Gehalt, glaube ich. Ja, bei der Bundeswehr. Ja, Soldat holt sich dann erstmal ein DS, weil so ein Wachsoldat hat ganz viel Freizeit. Dein Spruch bewirkte, wenn wir Gegner mehr Blitz getroffen. Alles klar, dankeschön. So, und da hatte ich mir, glaube ich, einen Nintendox oder mindestens einen Zelda oder sowas dazu geholt. Und dann war ich wirklich erstmal ausgelastet. Dr. Kawashimas Gehirnjogging hatte ich auch dafür und Professor Layton und die Art Academy, glaube ich. Nintendox hatte ich gerade schon erwähnt, ne, genau. Also Zelda definitiv. Ich glaube, ich habe mal kein Mario für den DS geholt. Frag mich jetzt bitte nicht, wieso. Ich habe keine Ahnung. Oder hatte ich Mario dafür? Nee. Irgendwie nicht, keine Ahnung. Also, aber Zelda, das Phantom Hourglass, das hatte ich gehabt und durchgesuchtet auch vor allen Dingen. Ach ja, das waren Zeiten beim Bund, wo man so viel Zeit zum Zocken gehabt hat. Und nein, das hat überhaupt nicht dämlich gewirkt, wenn ein Wachsoldat irgendwo in seinem Stübchen hockt. Und dann Nintendox spielt. Und wer weiß, wie Nintendox funktioniert, das ist auch mit Sprachbefehlen. Und ja, da wird man ab und zu mal doof angeguckt. Aber nur ab und zu. Nur ab und zu. Ja, nein, Animal Crossing, ich bin Enthusiast und bin gewillt, mich da reinzufitzen. Und das erste Shockingly, was ich da rausgefunden habe, ist, dass es über 600 einzigartige Bewohner gibt. Ja. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Warte mal, Poseidons Hilfe brauche ich nicht. Stürmischer Tusch, diese Spezialität nutzen wir aktuell gar nicht. Let's make some waves. Ach so, das war, ja gut, das war auch das, alles klar, ja schön. Schlüssel, wir nehmen den Schlüssel. Wir brauchen Schlüssel. 600 einzigartige Bewohner, die man in seinem Dorf haben kann. Und das ist auch nicht alle. Man kann auch halt nicht alle gleichzeitig haben. Und achso, der Clou an Animal Crossing ist auch die Umgebung selbst. Also um einfach mal das, einfach mal vom Original, also vom Original-Remake auf dem GameCube jetzt mal auszugehen, weil das ist das, was ich jetzt aktuell halt am besten kenne.
Auch wenn ich es erst 2 Tage gespielt habe. Du hast dein Dorf, wo du dann im Zug ankommst. Und die Größe des Dorfs ist immer die gleiche. Aber die Locations vom Rathaus, Postamt, Laden und von den einzelnen Hütten und deiner eigenen Hütte. Wohin jetzt? Ja, genau. Die sind immer anders, immer random. Und auch die Bewohner, die du am Anfang hast, so 3 bis 5 hatte ich, glaube ich, jetzt. Auch die sind immer andere. Ja, du kannst das Spiel halt, du kannst dich benennen, du kannst sagen, erstmal bist du junge Mädchen und so weiter, dann kommst du dahin. Und ab dann entdeckst du halt erstmal das Dorf für dich, mit dem du dich die ganze Zeit beschäftigst, was du nachher auch noch natürlich gestalten kannst. Aber da sind erstmal 5 von diesen, ich glaube beim GameCube-Teil waren es noch nicht so viele. Die haben sich dann erst in den nächsten 5, 6 oder 7 Titeln des Franchises halt über die letzten Konsolen und über die Spin-Offs entwickelt. Beziehungsweise wurden erdacht, aber auch da schon eine beträchtliche Anzahl. Und das ist einfach bemerkenswert. Da kann man sich natürlich seine Lieblinge bei raussuchen, so ist nicht. Achso, stimmt, ich hatte ja noch nicht das mit dem Dauerangriff hier genommen. Fällt mir gerade wieder so auf. Ein Chaosportal, wollen wir das machen? Nee, ne? Jetzt kommt nämlich gleich die erste, beziehungsweise die Furie. Wenn hier der einzige Ausgang auch nur Charon ist. Alles klar, dann machen wir das nicht mit dem Pakt jetzt hier. Mit dem Fluggedöns. So, lass mal sehen. Took care of those for you, mate. Genau, haben wir noch mehr davon? Nö. So, Ares nehmen wir natürlich mit. Wir können uns alle 3 leisten, wenn ich das jetzt gerade mal so richtig sehe. Schön. Hallo, Ares. Ja, laber mich zu. Dankeschön. Episch, dein Wurf ist mir egal, weil ich werfe ich werfe nichts. Nachdem er gegen getötet hat, fügt der nächste Angriff oder die Spezialität mehr Schaden zu. Das ist cool. Racheflug wäre sogar noch besser. Machen wir auch. Dann haben wir direkt mal, verteilen wir direkt mal Schaden, wenn wir getroffen werden. So, und was können wir jetzt hier direkt mal verbessern? Wir haben noch keine Verbesserung unserer Haupthandwaffe, also unserer normalen Attacke. Ich weiß noch nicht, was wir da machen. Also wir haben relativ langsame Angriffe halt. Wenn wir noch einen Daedalus-Hammer finden, können wir das noch gabeln oder verschnellern? Ich bin schon für den kritischen oder halt für Athene. Also entweder Artemis oder Athene. Und hier, ja, was machen wir denn jetzt hier? Können wir direkt mal den Rachefluch erhöhen? Finde ich eigentlich nicht schlecht. Sehr schön. Alles klar, gehen wir weiter. Also die letzten Tage halt wirklich mehr oder weniger komplett ausgelegt auf bla bla bla. Komplett ausgelegt auf Animal Crossing. Und ich habe halt auch die Direct mir angeguckt. Ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt eigentlich. Warum ich auf Animal Crossing gekommen bin. Und die Optik von dem Spiel. Ich finde das ja so toll, wenn man seinen Charakter so furchtbar dingsen kann. So furchtbar detailliert gestalten kann. Und auch halt die Umgebung und so weiter. Ich glaube, ich sollte hier echt ein bisschen mehr aufpassen. Das macht mich nämlich aktuell ziemlich fertig. Was mir gerade ziemlich auf den Sack geht, ist, dass ich mir beim Speer immer irgendwie ein Stück heranrutsche. Au. Ich meine, es ist ja schön, dass wir jetzt zweimal gedingst werden können, aber muss ja nicht sein. Guck mal, wie weit wir eigentlich kommen. Toll, ne? Wenn ich das jetzt noch irgendwie nutzen würde, wäre das richtig super. Ah, wir stehen in den Scheißstacheln drin. Gott sei Dank, doch noch geschafft, bevor wir das erste Mal dem Tod trotzen. Hätte ich jetzt nicht erwartet oder so. So. Siehst du, direkt mal ein Dämonenblut wieder bekommen, ausgezeichnet. Und ja, also eigentlich müsstest du wirklich... Wie ist denn das jetzt, wenn wir nicht mit Hitze 1, also hier, ne, oben links, weißt schon, da. Wenn wir nicht mit dem einen Schädel angefangen hätten, sondern mit 5 zum Beispiel. Also die 1 direkt umgangen wären. Hätten wir dann gleichzeitig für Stufe 1, 2, 3, 4 auch noch die Titanenblutdinger hier freigeschaltet? Oder nicht? Oder hätten wir dann trotzdem noch, obwohl wir die 5 irgendwie in irgendeiner Form gemeistert hätten, auf die 4, die 3, die 2, die 1 gehen müssen? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich hoffe zumindest, dass es hier irgendwie verstanden ist, was hier meine Theorie dabei ist.
oder meine Frage da, dabei. Ja, ja, schon wieder und immer noch. So, du erhältst die du nach Belieben ausgeben darfst. Einmal je Fluchtversuch. Das heißt ja, wir sind durch mit dem Ding. Wir sind durch mit dem Ding. Wir wählen uns jetzt was anderes aus. Wir könnten das jetzt weiter leveln, hätte aber keinen weiteren Nutzen mehr für diesen Lauf hier. So, was ist mit dir? Wenn du durch die Chaos-Tore schreitest, büßt du keine Herzen ein. Segen von Chaos sind mit einer Chance von bla, seltener oder besser. Auch das wäre ganz geil eigentlich, weil ich will's leveln. Ich will's leveln, also nehmen wir das. Hier wäre jetzt schön eine Ariadne-Faden gewesen, aber naja, so. Die Chance, dass die getötete Gegner Objekte fallen lassen, das nehme ich auf jeden Fall mit, weil wir sind ein bisschen knapp beim Leben. Und dann gehen wir auch direkt mal weiter. I'll just go on, huh? Genau. Yes. Yes. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Animal Crossing wahrscheinlich. Ja, das wird... Und ich glaube, ich weiß noch nicht, in welchem Umfang wöchentlich und in welchem Umfang, wie lange quasi ich das LP von Animal Crossing machen werde. Aber wenn es mich wirklich... Meine Fresse, schon wieder zu früh. Heute ist kein guter Zeitpunkt zu fischen. Kein guter Tag zu fischen. Wenn es mich wirklich richtig strikt, das Spiel, also so richtig anmacht, dann kann das gut sein, dass ich das einfach mal ein Jahr durchziehe. Hätte ich absolut kein Problem mit. Und dann wird es halt wirklich interessant. Also ich habe es jetzt selber schon bei den ein, zwei Tagen, wo ich Animal Crossing für den N64 gespielt habe, gemerkt, dass es sehr, sehr repetitiv wird. Das kann aber auch jetzt im ersten Moment daran liegen, dass das halt der älteste Titel des Franchises erstmal ist. You're dead. Ich weiß nicht, inwiefern das von vornherein für Abwechslung sorgt und abwechselnd auch bleibt, was den Tagesablauf da angeht. Es kann sein, dass es wirklich, wirklich so abwechslungsreich ist, dass ich das vielleicht sogar täglich mache. Also, oder zumindest annähernd täglich. Aber muss nicht sein. Vielleicht auch bis ein, zwei Mal in der Woche, dass ich da mal reinschaue. Oder es gibt ja halt auch diese, in Anführungszeichen, Echtzeit-Events. Von wegen heute ist das los und morgen ist das los und heute ist der Feiertag und morgen ist das Festival. Also wirklich in Echtzeit, das ganze Jahr über. Wie bei Stardew Valley und Harvest Moon, nur halt wirklich, dass die Tage in Echtzeit vergehen. Was auch ein sehr netter Anreiz ist für das Spiel an sich erstmal. Und ja, dass ich das halt wirklich von Event zu Event bloß starte, wie gesagt, weiß ich nicht. Ich bin wirklich, wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Es hat mich angefixt, muss ich sagen. Und ich bin interessiert daran, was ich wirklich persönlich vielleicht nicht so toll oder nicht so ausgiebig machen werde, ist irgendwelche Musterdesign. Aber ich muss zugeben, habe ich auch noch nie wirklich gemacht für irgendwelche Spiele. Weiß ich nicht, wir werden es sehen. Das ist halt ein komplett Neuland für mich, sowohl das Franchise als auch das Genre an sich. Vor allen Dingen als Let's Play natürlich. Keine Ahnung. Oh, da waren erstmal zwei Sandwiches dabei gehabt. Hätten wir ruhig teilen können. Typ, Alter. Die haben auch keine Rüstung, die Idioten. Aber der nächste hat bestimmt Rüstung. Oder auch nicht. Naja, gut. Deine Party. Ach ja, und an sich, ich habe Rücken, wollte ich eventuell noch erwähnen, also Freitag wie immer Sport gehabt und wir hatten da so eine lustige Übung, also Sport ist bei uns ja immer Stockkampf dran und wir hatten da dieses Mal so eine lustige Übung, dass wir den Stock auf lang nehmen, also normalerweise nimmt man den so mittig und teilt mit quasi beidhändig mit der Vorder- und der Hinterseite des Stocks, falls mich einer versteht. Teilt man dann aus und wehrt auch so ab. Und bei der Übung, wir hatten eine Pratze vor uns auf dem Boden liegen. Eine Pratze ist so eine Stoffpolsterung, die man für Schlagübungen und so weiter halt benutzt, damit der die hält, sich nicht verletzt, ja. Ein bisschen mehr einstecken kann. Und die lag auf dem Boden und dann sollten wir da über. Von hinten quasi lang genommen den Stock. Über unsere Hüfte, über unser Bein und über unsere Schulter abwechselnd halt rübernehmen, hochnehmen, über unseren Kopf und dann auf die Pratze schleudern, sodass wir die lang treffen, als wäre da ein Gegner auf dem Boden. Ja? Und ich glaube, da habe ich mich irgendwie verhoben oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich heute Sonntag, wie gesagt, das war Freitag,
Seitdem habe ich Rückenschmerzen. Im unteren Wirbelbereich links und rechts, aber also nicht direkt die Wirbelsäule, sondern... On to the next one. Nicht direkt die Wirbelsäule, sondern links und rechts die Muskulatur halt daneben. Das hatte ich auch noch nie in dem Umfang. Vor allem ging direkt danach los. Also ich konnte dann noch so im Stockkampf selbst konnte ich dann noch mitmachen. Aber beim Schwertkampf bei der Sparte HEMA, die wir danach noch haben am Freitag, musste ich mich dann echt zurückhalten, rausnehmen, weil Beugen ging dann irgendwie gar nicht mehr. Ist kein Hexenschuss gewesen. Hexenschuss ist mittig, Bandscheibenvorfall genauso. Also das war wirklich Muskulatur und nicht die Wirbel. Keine Ahnung. Hatte ich auch so noch nicht. Muss ich sagen. Auch schön. Alle drei wunderschön gefangen hier. Ausgezeichnet. Da ist ein Zettel schon mit meinem Namen drauf. Jawohl. Kabumm. Hab sie erwischt. Und auf Entfernung machen wir mehr Schaden. Hast du gesehen? Weißt du, auf die relative Nähe 20 bis 30, auf die Entfernung 42 Schaden. Also der Perk bringt halt wirklich was. Auch wenn man es nicht glauben mag. So, lass mal sehen. Uninteressant. Nach dem Sport bewegst du dich schneller und dein Angriff ist schneller. Dein Angriff ist schneller, gefällt mir ganz gut. Vor allen Dingen, wenn wir dann wirklich noch den Dedalus haben wir dazu erwischen. Wir haben nicht ganz so viele Kohlen, wie ich gerne hätte. Habe ich irgendwas gehört von wegen Chaosportal? Nee, ne? Schade eigentlich. Hier hinten auch nichts. Auch keine irgendwie auffälligen Vasen, so müsste aber auch. Egal. Ja, Animal Crossing. Ich kann es nur wiederholen. Also, unglaublich das Thema aktuell bei mir. Du in der Mitte glitzerst so vor dich hin. Und links haben wir ein eigenes... Achso, Eurydike. Eurydike will ich mir nicht entgehen lassen. Das tut mir sehr leid, Dionysus, aber das ist wichtiger. Treibt ja auch so ein bisschen die Geschichte von den beiden Kollegen hier. Eurydike und Orpheus voran. Und die hatten mir schon wieder was zu sammeln. Geschenkt hatte ich? Hattet ihr schon was geschenkt? Nee, doch. Warte mal. Ich glaube schon. Thank you for making me feel welcome in your pleasant home. Can't say the same for most places I've been lately. I have a small gift I wanted you to have. Ich glaube, wir hatten das noch nicht. Oh, that's awful sweet of you, your royal majesty. Kein Problem, Brokkolikopf. Ingredients like this. You know what? Here's something for you too. Help keep you safe out there. Kriege auch so ein schnuckliges Tambourin, das wäre total toll unterwegs. Thanks so much. Immergrüne Eichel. Aha. Dankeschön. Die war gar nicht so grün, wie sie geheißen hat. What did he say, hon? I mean about the song. But he loved it, didn't he? But I don't know for sure, and I've been wondering. Kind of a lot, I guess. Die hat drei Eicheln am Gürtel, fällt mir gerade so auf. Ich glaube, das habe ich schon mal bemerkt. No need to wonder any longer. He sings it beautifully around the house sometimes. It has a sadder sound to it than when you sing, but you've inspired him again. As you've done many times before, from what I know. Toll. Secondhand Süßholzraspeln. Na super. Ah, so it's a hit is what you're saying then. A hit, Gassenhauer. I have a feeling about that one. Sometimes you put some words together and right then and there you know you've got something special. Na klar, wenn du das sagst. Die hat auch... Sie hat ein komplett komisches Aussehen, muss ich sagen. Also, ja, das ist kein Brokkoli, das ist ein Baum, ist okay, so eine Baumkrone halt, ne. Dann hat sie halt hier, ich glaube, das ist wirklich Eichellaub. Sie stellt eine Eiche dar, in irgendeiner Form. Das sind definitiv Eichenblätter hier, die auch diese im Mund hat, soweit. Nette Herbstfärbung übrigens, muss ich dazu sagen. Die Tattoos, ja, keine Ahnung. Tattoos sind an sich auch ganz nett, muss ich sagen. Vor allem so auch im Bauchbereich. Ja, Eicheln, logisch. Und ein Tambourin dazu. Interessante Aufmachung. Und orangene Augenbrauen. Schön. Gefällt mir. Na gut, was hatten wir hier immer das Erste, ne? Bis zu 2 werden auf die nächste Seltenheit hochgestuft. Klick, wir gucken links. Sounds good. Dass sie das immer so seltsam auswechseln müssen. Ich glaube, das waren die beiden jetzt hier. Lass mich da mal kurz reingucken. Die flinke Attacke. Stimmt, hat sich glaube ich, ja... Nee, hat sich nicht erhöht. Irgendwas hat sich jedoch erhöht, dass das nicht einfach ein bisschen länger einfach mal aufblinken kann, sodass man sich das angucken kann. Also der Donnersport ist auf jeden Fall episch geworden, glaube ich. Aber ich könnte mich irren. Ist mir egal. Weiter geht's. Dankeschön. Schönen Tag noch. Smooth sailing. Selber.
Yuki! Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Medusa. Oh, no. Toll. Au, ja, hast du mich voll getroffen. Dankeschön. Au, ich stehe in der Lava. Muss doch nicht sein. Au. Au, Lass das doch einfach mal. Was habe ich letztens eigentlich geguckt, fällt mir gerade so ein. Ganz Akimbo. Sehr netter Film. Ganz Akimbo. Hat er, guck mal, sie hat den Ding jetzt eingesteint. Den komischen Monolithen hier, oder wie sie sich schimpfen, hat sie eingesteint. Die dumme Sau. Entschuldigung, der Gegner. Die Gegnerin. Ah, weg hier. Schön, und dafür gibt's was von Zeus. Dankeschön. Ja, Neffe, Onkel, danke. It shall be exactly as you say, Lord Father. Your wishes are identical to mine. Na toll, den Dialog hätte ich jetzt nicht überspringen sollen. Super. What? Rachesüchtige Laune. Dein Racheeffekt tritt manchmal auf, ohne Schaden zu nehmen. Ach was. Oh, das ist ein Duo, weil von wegen beide und so weiter. Das gefällt mir ja gut, das nehmen wir. The Thunder God's Might. Also soll heißen, ohne Schaden zu nehmen, kriegen die einfach trotzdem mal Schaden ab. Geil. Das gefällt mir ganz gut. Racheschaden, ohne vorher einen Grund dafür zu haben, das ist ja total John Wick-mäßig. Weil, persönlich, John Wick den Hund zu töten, finde ich nicht wirklich, einen fairen Grund für Rache an 20 Milliarden Menschen, die er da so tötet. Pro Film. Aber naja, das ist also so eine Sache. Ganz Akimbo mit Daniel Radcliffe. Habe ich am Wochenende gesehen mit einem Kumpel zusammen. Haben uns so weggeschmissen. Einfach nur ein absolut geiler Film. Also wem Ganz Akimbo nicht sagt, das ist ein Comic. Das ist eine Comic-Verfilmung. Und Daniel Radcliffe spielt einen Geek, der einen beschissenen Job hat und in seiner Freizeit halt Internet-Trolle trollt. Und da geht's, bei dem Film geht's um ein quasi Real Life. Okay. Um den Streaming-Service eines Real Life Todesduells. Also es treffen zwei Kontrahenten im Real Life aufeinander und es wird live gestreamt, wie die sich matchen, gegenseitig jagen und gegenseitig töten. Und Daniel Radcliffe spielt so einen Nerd, der sich da reinhängt und die anfängt zu trollen und zu ärgern und so weiter, von wegen, ihr seid also degenerierte Spasten, die so einen Scheiß im Internet gucken und total toll finden, bla bla bla, ne? Kennt man ja. Und die finden ihn und nageln ihm Pistolen an die Hände. Ja, also dass er bloß noch schießen kann. Und das Ganze mit einer begrenzten Munition. Hier gibt's nichts Vernünftiges, schönen Tag noch und dann wird direkt einer dieser Teilnehmer wird auf ihn gehetzt und das Ganze live gestreamt und mehr will ich dazu nicht sagen. Es ist ein sehr netter Film. Vor allen Dingen, weil, also Daniel Radcliffe, wer Daniel Radcliffe halt wirklich immer noch zu 100% und so weiter einfach nur mit Harry Potter vergleicht, ja, der hat die letzten Jahre echt den Schuss nicht gehört und unterm Stein gelegen und gelebt, weil Daniel Radcliffe hat inzwischen so viel mehr gemacht als wie Harry Potter. Lucky Find. Ja, Horns fällt mir da gerade so ein, richtig toller Film. Dann Jungle, auch ein richtig geiler Film, sehr ekelhaft und brutal. Dann The Swiss Army Man und ganz Akimbo. Und The Woman in Black, also die Frau in Schwarz. Alles richtig tolle Filme mit Daniel Radcliffe. Müsst ihr unbedingt gucken, ohne Scheiß. Wo ist eigentlich Charon? Power of Olympus. So, lass mal sehen. Da können wir den Rachenschaden direkt mal erhöhen. Weil, warum eigentlich nicht? Ja, ne? Denke auch. Weil wenn der einfach mal so aufkommt, dann ist es natürlich super, wenn der je öfter und doller und weiße, ne? Je oller, je doller, weiß man ja. So, eine Hydra. Sie zu knechten, sie zu binden. Für immer zu verkloppen und ins Dunkel zu binden. Oder so. Machen nicht gerade viel Schaden, oder? Oder kommen wir jetzt bloß so vor? Aber es geht eigentlich. Na gut, wir haben halt unsere Fähigkeit, unsere Hauptattacke noch nicht wirklich ausgebaut. Das ist halt so ein bisschen das Problem hier. Auch, ne? Dass sie nicht wirklich kraftvoll ist, die Attacke.
Schade eigentlich. Au. Aber das, was hier wirklich unseren Schaden jetzt macht, ist der Rachschaden, wenn wir getroffen werden. Auch immer nicht schlecht. Und wir könnten halt auch mit dem Sportschaden noch jede Menge Schaden machen. Kannst du mal bitte nicht über der Lava rumhängen? Das wäre mir total lieb. Ah, lass mich doch bitte nicht in die Lava hier. Meine Fresse. Ah, welche Ewigkeiten ich nicht mehr Athene getroffen habe. Jetzt mal ohne Scheiß. Das fällt mir immer wieder auf, wenn wir bei der Hydra hier sind. Habe ich die Medusa übrigens vorhin Hydra genannt? Absolut keine Ahnung. Aber hier fällt mir auch auf, wie man hier spätestens hier schmerzt mir echt der Daumen. Das ist so nervig. Ach ja. Ja, fangen wir halt bei dir an. Ist doch egal. Au. Mal von hinten das ein oder andere an Zeug ran hier. Scheiße. Ich würde gerne mal einen von euch töten hier, wenn ich das mal so darf. Dankeschön. Ja, du genauso. Danke. Au, viel zu viel Geschosse. Au. Oh, mein Daumen ist gerade schon wieder so sauer. Also von wegen Schmerzen, dass ich nicht ordentlich dashen kann. Ja, ich weiß, ich heule hier auf furchtbar hohem Niveau. Aber naja, so ist es halt. Au, geh mal bitte aus der Lava raus. Dankeschön. Ach, das erste Mal totgestrotzt. Totgetrotzt, nicht totgestrotzt. Wir haben uns zu Tode gestrotzt. Ich würde wirklich gerne weniger in der Lava landen. Das wäre mir sehr lieb eigentlich. Kannst du mal bitte nicht da hinten rumhocken? Ich treffe dich nicht. Böse Mist, wie, ey. So, hier, komm. Mach mich fertig, danke. Ja, bleib einfach so. Alles okay. Brauchst du nicht werden. Ist nicht wirklich wichtig. Au. Einfach so bleiben. Einfach so bleiben. Tut doch gar nicht weh, ehrlich. Ach, Gott sei Dank, ey. Aus dem Bild gehauen. Hydra besiegt. Einen Diamanten erhalten. Enjoy your lava bath. Gottes Willen, ja. It's beautiful. Danke. So. Herausgekämpft mit Hilfe von ewiger Speer. Bei Hitze 1. Ich glaube, das nächste Mal werden wir es irgendwie erhöhen. Mal gucken. Ah, oh Gott, mir tut der Daumen weh. Also das kommt jetzt nicht wirklich von nur heute. Also auch das ist irgendwie noch von Freitag. Wie man sich vielleicht vorstellt, so Stockkampf geht ganz furchtbar auf die Hände auch. Und jetzt, das kommt jetzt auch so ein bisschen wieder hoch. So, lass mal sehen. Wir nehmen uns das Leben mit. Got something new to try. Ach stimmt, genau. Was hat uns denn die Eurydike hier mitgegeben? Bei Konfrontation mit Unterweltbossen bleibst du bei den ersten drei Treffern gegen dich unversehrt. Okay. Das hilft dann aber nicht besonders lange. Bei mir jedenfalls. Wollen wir das gleich mal testen an... Wer kommt denn jetzt? Alle, ne? Sowohl der Minotaurus als auch Thanatos, als auch, gut, Thanatos ist jetzt nicht wirklich ein Boss, als auch Theseus und der Minotaurus, dann nehmen wir das Ganze mal mit. Na gut, das mit dem kosmischen Ei war jetzt nicht wirklich hilfreich, glaube ich, ne? Nee, wir haben im zweiten Dingens kein Dingens gehabt. In der zweiten Ebene kein Chaos-Tor. So, um den Satz mal vernünftig zu strecken. Ariadne-Faden, na Gott sei Dank, endlich, alles klar. So, und somit geht's auf nach die Ebenen von Elysium.